Der Eros A21 vom Eros Formel 1 Team war der Wagen für die Formel 1 Saison 2000, bestückt mit einem Petronas Motor, einem V10 mit 3,0 Liter Hubraum, 816 PS und einem Gewicht von 600 Kilogramm sowie einem 7-Gang-Schaltgetriebe. Hier noch einmal zu sehen, genauer in der Ansicht des Showrooms. Der Fahrer des Wagens mit der Nummer 19 war Jos Verstappen, der Vater von Max, Teamkollege Pedro de la Rosa aus Spanien. Der Wagen mit einer markanten Färbung vom Hauptsponsor Orange, eine Telefonkommunikationsfirma, glaube ich, aus England. Orange, schwarz, im Design sehr schön anzusehen und durchaus hervorstechend aus dem Feld der anderen Fahrzeuge. Die Saison beendete Jos Verstappen auf Rang 12 mit 5 WM-Punkten und auf Rang 16 Pedro de la Rosa. Einige Achtungserfolge konnte das Team mit dem Wagen einfahren. Zum Beispiel mit Jos Verstappen ein 6. Platz in Monaco, ein 5. Platz in Kanada, wieder ein 6. Platz in Österreich und ein 5. Platz in Deutschland. Pedro de la Rosa konnte seinerseits zweimal Punkte holen, einmal als 6. beim Großen Preis von Europa auf dem Nürburgring und ebenso ein 6. Platz auf dem Hockenheimring. Und mit diesem Wagen werden wir jetzt auf die Strecke gehen, und zwar nach Montreal und da die historische Streckenvariante von 1988 mit der markanten Casino-Schikane hier. Kanada, eine Traditionsstrecke der Formel 1 und nicht ganz einfach zu fahren, aber einmal den Dreh heraus und man kann einiges an Geschwindigkeit pro Runde mitnehmen. Wir werden einige kurze, schnelle Runden machen, einfach mal um das Auto vorzustellen und auch zu sehen, wie es sich auf dieser Strecke fahren lässt. So, wir haben natürlich vor dem Start noch kurz die Fahransicht eingestellt, so wie ich sie gerne habe. Man ist ganz gut im Wagen drin und man sieht die Strecke, man sieht den Horizont und so möchte ich heute mal fahren. Hinein also, in den Wagen und auf die Strecke. Rechts, links die Schikane, kurz vor Startziel und hinein geht es in die erste gezeitete Runde. Bremsen hinunter in den ersten Gang, links, rechts. Sehr lang die Rechtskurve, man kann am Ausgang aber ganz gut beschleunigen. Kurz in den fünften hinaufgeschaltet und dann in die Schikane, rechts, links, zweiter Gang hinein. Wichtig hochzunehmen, nächste Schikane, links, rechts. Sechster Gang und dann wieder hinunter in den zweiten für die nächste Schikane, links, rechts, den Berg hinauf. Auch am Ausgang sehr viel Platz zum Herausbeschleunigen. Unter die Brücke und dann im dritten oder zweiten Gang die nächste Schikane hoch anfahren. Rechts, links und dann kurz in eine Gerade hinein in Richtung Spitzkehre, erster Gang. Und herausbeschleunigen auf den ersten Teil der Casino-Gerade, die wie gesagt durch diese Links-Rechts-Schikane zweigeteilt ist, zweiter Teil der Geraden und dann hinein in die letzte Rechts-Links-Schikane vor Startziel und über die Linie in eine nächste Runde hinein. Der Wagen fährt sich richtig gut, richtig präzise und auch was die Leistungsentfaltung betrifft, sehr gut unter Kontrolle zu haben. Auch die Traktion, man hört die Traktionskontrolle auch arbeiten, ist sehr gut. Auch wenn wir hier jetzt kurz über die Kerben, die Randsteine auf dieser Schikane
räubern müssen und etwas Gleichgewicht verlieren, aber wir können den Wagen noch auf der Strecke halten. Gerade jetzt Richtung Schikane. Sechster Gang, siebter Gang, links, rechts hinein, Vollgas. Es rüttelt und schüttelt einen durch und wieder über die Linie für eine neue Runde. Etwas zu weit nach links gekommen diesmal. Besser diese links-rechts-Schikane den Berg hinauf erwischt. Das hier ist die schwierigste Schikane der ganzen Runde. Etwas früh angebremst jetzt die Spitzkehre und herausbeschleunigen. Versuchen jetzt so viel Geschwindigkeit wie möglich auf diese Gerade mitzunehmen und wieder eine Zeitverbesserung zu erzielen, was uns gelungen ist. Man darf natürlich nicht übertreiben beim Herausbeschleunigen aus den engen Kurven. Wichtig in Kanada ist auch das hohe Anfahren der Schikanen, damit man nicht am Ausgang zu weit nach außen ausgetrieben wird. Verbremst kurz jetzt hier in der vierten Runde, das wird wohl keine Verbesserung mehr werden. 1,2 Sekunden schon verloren, man sieht, kleine Fehler werden mit einem großen Zeitrückstand bestraft. Und jetzt werde ich mal eine Runde lang kein Kommentar mehr abgeben, einfach mal versuchen, das Beste herauszuholen. So, das war eine ganz gute Runde. Und damit das Video nicht zu lang wird, noch einmal dieselbe aus der Streckenansichtskamera angeschaut. Da kommen wir also hinein in die erste Kurve nach Stadtziel. In eine große Schleife, die Senna-Kurve genannt ist, nach dem tragischen Tod 1994. Und hier jetzt hinein in diese Rechts-Links-Schikane. Nochmal eine Schikane voll durchgefahren, dann hinunterbremsen in den zweiten Gang für diese links-rechts, den Berg hinauf,
noch einmal geradeaus in einen Bogen hinein und unter die Brücke und dann abbremsen. Für die nächste Schikane links, rechts oder rechts, links, besser gesagt. Und dann noch einmal eine gerade Richtung Hanal. Vom siebten hinuntergebremst in den ersten Gang nach rechts, in die Kehre hinein und raus auf die lange Gerade, unterbrochen durch eine andere Schikane, eine zusätzliche, und dann im siebten Gang geblieben durch die letzte Schikane und zurück auf Startziel mit einer 1:14.5, eine ganz gute Zeit. Das war's also für heute mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, falls es gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und tschüss von Alonso. Ciao. Dass du bei mir bist, ist mehr als wunderbar. Es ist ein neuer Tag.